Freunde, ich bin jetzt gerade live auf Twitch mit einem FIFA 21 Stream. Kommt gerne rein, der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Und in diesem Stream habe ich auch ein Dokument für euch, wo genau steht, ob ihr einen Spieler jetzt eher verkaufen oder behalten solltet. Also falls ihr das mitbekommen wollt, dann kommt jetzt in den Livestream. Ich freue mich auf euch. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 21 Video. Und im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr am Anfang relativ leicht Münzen machen könnt. Beziehungsweise ich zeige euch einfach auch die Methoden, die ich sehr, sehr gerne nutze und mit denen ich viel Erfolg habe. Also Freunde, viel Spaß mit dem Video, kommt natürlich gerne auf den Discord-Server. Falls ihr dort noch nicht seid, den stelle ich euch jetzt noch mal ganz kurz vor. Und zwar ist das hier unser FIFA 21 Trading Discord-Server. Ihr könnt da einfach mit einem Twitch-Sub rein. Also wenn ihr auf Twitch einen Sub da lässt, dann seid ihr schon im Server drinnen. Ihr müsst dann nur noch Twitch mit Discord verbinden und dann geht alles automatisch. Oder ihr kommt über Patreon rein. Die Links sind in der Beschreibung. Und hier haben wir eben wirklich alles Mögliche. Wir haben Guides am Start, Listen, ja, UV-Listen und alles Mögliche. Investieren, was kann man sich zum Beispiel holen? Ich habe vor 2 Tagen reingepostet, yo, holt euch Tejas, der kostet gerade hier 9.400, jetzt liegt er bei 16.000. Also solche Tipps gebe ich euch im Server, kommt gerne rein, die Links dazu sind in der Beschreibung. Okay, dann beginnen wir direkt mal und zwar, wie mache ich am Anfang halt meine Coins? Ich habe ja schon ein Web-App-Trading-Video gemacht, da sind auf jeden Fall auch wichtige Methoden dabei, also bitte das anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ansonsten, ja, zeige ich euch einfach mal die Sniping-Methode, beziehungsweise erkläre sie euch kurz. Und zwar snipe ich mir Spieler, die halt extinct sind, das heißt, die gerade nicht in den Packs sind, zum Beispiel Klostermann. Wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, der hat eine 18.000er Price Range, ja, aber den wollen die Leute eben, ja, alle haben, weil er so gutes Pace hat, gute Defending-Werte und gut zur Linken ist, deswegen ist er bei 18k extinct. Was heißt extinct? Dass er halt nicht auf dem Markt ist einfach. Ihr müsst aber bei diesen Karten extrem aufpassen, weil manche Karten sehr schnell wieder fallen. Also das kann ich euch kurz zeigen, ich habe zum Beispiel auch Portu gesniped, der war komplett extinct, habe ich für 12k gesniped. Jetzt habe ich vorhin gerade mal nachgeschaut, der wird immer und immer häufiger auf den Markt gestellt. Wenn wir den suchen, okay, jetzt zum Beispiel kommt er nicht rein, aber vorhin ist er einmal reingekommen, jetzt auch wieder. Also der kommt gerade wieder häufiger auf den Markt. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich wieder verkaufen, ja. Aber auf was hofft man jetzt zum Beispiel bei Klostermann? Den habe ich mir zum Beispiel auch gesniped mit der Sniping-Taktik, die ich in einem extra Video erklärt habe, Freunde. Also wie man genau sniped, ist in dem Video erklärt. Das dauert eine Minute, okay, und dann könnt ihr perfekt snipen. Ihr snipet nämlich dann mit der Tastatur in Kombination mit der Maus und so. Richtig, richtig lit. Auf jeden Fall Klostermann haben wir eben hier am Start für 18k gesniped. Was mache ich jetzt? Ich warte, bis die Price Range geupdatet wird, also bis seine Price Range angehoben wird auf zum Beispiel 30.000 Coins und dann wird er natürlich öfter auf den Markt kommen für 25, 26k oder so und dann verkaufe ich ihn. Das heißt, ich mache dann definitiv Profit. Man muss aber, wie gesagt, aufpassen. Es kann sein, dass zu viele Leute sich Klostermann gesniped haben und die dann alle den Klostermann draufstellen. Das heißt, Angebot steigt, Nachfrage bleibt ungefähr gleich und der Preis sinkt. Das heißt, es kann sein, dass er von 18k, nachdem seine Price Range angehoben wird, auf 15k runtergeht, weil so viele in ihn investiert haben. Das kann passieren, also müsst ihr bitte aufpassen. Ich brauche Klostermann sowieso für mein Team. Das ist jetzt gerade hier so mein random Team einfach. Ist natürlich noch nicht fertig und ich habe auch relativ viele Münzen investiert und auch eben auf der Transferliste. Aber da zum Beispiel spiele ich Klostermann, deswegen passt er bei mir gut rein. Aber bitte auch aufpassen. An sich kann man aber mit diesem Snipen von Extinct-Spielern sehr, sehr gut Münzen machen. Dann geht es jetzt weiter mit einer meiner Lieblingsmethoden zurzeit in FIFA und das ist die Silber-Methode. Sie ist extrem einfach umzusetzen und by the way, ich gehe mal hier ein bisschen größer, weil sonst seht ihr ja wirklich gar nichts. Das ist die Silber-Methode und die ist wirklich leicht umzusetzen. Ihr müsst hierfür einfach nur wirklich random, rare Silberkarten einkaufen und diese teurer verkaufen. Das ist nicht wirklich überteuert verkaufen, sondern es ist eher eine Art, ja, von Flippen, von unabsichtlichem Flippen, weil die Silberkarten haben relativ starke Preisschwankungen. Ja, da gibt es nicht so viele auf dem Markt, das heißt, der Preis ändert sich relativ schnell und das sind jetzt nur 3 Verkäufe. Ich habe davon hunderte Verkäufe gemacht. Ihr habt das auch im Livestream gesehen. Ich hatte da wirklich Seiten voll nur mit Silberkarten, weil die einfach so gut gehen, Freunde. Wie geht dieser Silbertipp genau? Ich erkläre euch jetzt genau. Sowas, by the way, habe ich euch auch schon im Server erklärt. Auf jeden Fall geht ihr auf Silber, dann geht ihr bei der Rarity, also bei der Qualität, bei der Seltenheitsstufe auf Selten, ja, und das ist es eigentlich dann auch schon. Und dann schaut ihr mal hier, okay, auf was gehen wir jetzt? Ich werde jetzt machen so ein bisschen Beatpreis, also so 300 und dann aber nicht zu hoch Beatpreis, also so 700 oder so, ja, also so 300 und 700 mache ich immer und meine Faustregel ist, nicht über 700 Coins auf eine Karte bieten. So, dann suche ich, das ist der Filter eigentlich und dann schaue ich auf der rechten Seite, ob hier schon Gebote drauf sind und da, wo ein Gebot drauf ist, da biete ich einfach mit.
da biete ich einfach mit, ohne zu schauen, was der Spieler kostet. Okay, 57 bieten wir jetzt auch drauf. Also so um die 700 würde ich als Maximum ansehen. Und ich schaue wirklich gar nicht, was die Karten kosten. Das kann natürlich nach hinten losgehen, ist es aber noch nie bei mir. Also ich habe noch nie Verlust gemacht mit dieser Methode. Und ich habe bis jetzt jeden einzelnen Spieler wegbekommen. Ich habe wirklich an die 100 Spieler auf der Transferliste gehabt, nur durch Silberspieler. Und auf der Transferliste sind jetzt noch, glaube ich, 3 oder so. Also 3 Silberkarten, die ich noch nicht verkauft habe. Oder 5 sind es, okay. Aber die sind teilweise auch schon von heute Morgen oder so. Also wirklich, die verkaufen sich so verdammt schnell. Das ist eine richtig kranke Methode. Ihr geht auf alle Karten, die selten sind und wo ein Gebot drauf ist. Und da bietet ihr jetzt einfach mal drauf. So einfach ist es, okay? Ihr geht hier auf nächste Seite, zack, und immer wenn ein Gebot drauf ist, bietet ihr drauf. Die Liga ist komplett egal. Das ist jetzt eine gute Liga. Das ist die erste italienische Liga. Aber das zum Beispiel ist keine gute Liga. Ist mir aber egal. Warum hole ich mir die Karten? Diese Karten werden für SBCs gebraucht. Es gibt viele Starter-SBCs, wo bei der Anforderung steht, okay, du brauchst Rare-Karten. Freunde, by the way, Torhüter würde ich nicht nehmen. Nie Torhüter nehmen oder versucht, denen aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht schlimm, aber sie verkaufen sich nicht so gut wie normale Feldspieler. Auf jeden Fall werden diese Silberkarten sehr oft bei SBCs benötigt, weil eben in SBC-Anforderungen steht, yo, ihr braucht hier irgendwelche seltenen Karten. Dann nimmt man natürlich nicht die seltenen Goldkarten, sondern die seltenen Silberkarten. Und dadurch steigt der Preis. Deswegen, es muss nicht eine gute Liga sein oder so. Es sind auch so zum Beispiel die kolumbianische Liga oder die, weiß ich nicht, die argentinische Liga, die sind auch nicht so schlecht, weil diese Ligen viele seltene Silberspieler haben und dadurch kann man die SBCs besser abschließen. Also ihr bietet hier einfach wirklich auf ganz, ganz viele Karten richtig auf Masse einfach gehen, einfach auf alles bieten, was ihr seht, wo ein Gebot drauf ist und dann geht ihr danach auf eure Kandidatenliste und schaut, wie viel ihr bekommen habt. Okay, ich habe jetzt wirklich eigentlich nur eine Minute gewartet, also wirklich nur eine Minute und habe 13 Spieler bekommen von diesen 18. Ja, ich habe da nichts irgendwie jetzt verändert oder so, das sind gerade die Karten, auf die wir geboten haben. Wir haben 13 davon bekommen von 18, das ist überragend, nur diese 5 haben wir nicht bekommen, deswegen geben wir die weg. Und was machen wir jetzt mit den Karten, die wir bekommen haben? Ihr könnt es jetzt entweder so machen, ja, ihr geht auf den Preisvergleich und schaut, okay, was kostet die Karte? Und dann seht ihr so, ja, kostet so irgendwie so 1000 oder so, vielleicht so 900. Oder ihr macht es so, ihr geht einfach drauf, zack, und stellt diese Karten alle irgendwie für 800 bis 1000 Münzen auf den Markt. Komplett egal. Ich würde immer schauen, dass der Bietpreis und der Sofortkaufpreis ganz nah aneinander sind und dass ihr einen 50er Preis nehmt. Das heißt zum Beispiel 850 oder 59 finde ich besser. Ich werde aber auch manche für 800 oder 900 genau anbieten. So, nächsten Spieler für 700 bekommen. Den bieten wir jetzt nicht nur für 1000 an, sondern für 1300, weil wir den natürlich auch teurer eingekauft haben. Also ihr seht, ich stelle die Spieler so ein bisschen unter dem doppelten Preis rein, kann man sagen. Also es ist unterschiedlich, aber ihr müsst halt ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Ich kann euch nicht wirklich zu 100% eine Faustregel hier mitgeben, wie teuer ihr die Karten anbieten solltet. Schaut einfach bei mir. Ich stelle die Karten so mindestens 200 Coins teurer rein. Also das mache ich eigentlich wirklich immer. Also für 200 Coins mehr mache ich eigentlich wirklich immer und maximal so 1000 Coins teurer oder so. Aber meistens so zwischen 200 und 700 Coins teurer. Das müsst aber absolut ihr entscheiden. Zum Beispiel den stelle ich für 1500 rein, weil das ist ein rechter Mittelfeldspieler mit ganz okayen Werten für einen Silberspieler und der ist aus der spanischen Liga, das ist top, Freunde. Dann den zum Beispiel, ja, für 550 stelle ich rein, für 59 und ja, 1000 genau würde ich nie machen, deswegen machen wir 1100. Der ist auch Rechtsverteidiger, erste spanische Liga. Ja, Portugiese, sehr, 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 sehr gut. Der wird sich gut verkaufen. Dann stellen wir die nächsten Karten noch rein. Und ich zeige euch das Ganze jetzt hier wirklich, damit ihr halt auch so selber dieses Gefühl entwickelt. Okay, für wie viel Coins stelle ich meine Karten dann ungefähr rein? Den zum Beispiel für 4,50 gekauft, für 8,50 stellen wir ihn rein. Dann hier ein random Stürmer, Argentinier. Den werde ich jetzt nicht so teuer reinstellen. Den machen wir jetzt mal nur zum Beispiel für 7,50 rein. Das ist relativ günstig. Dann einen Außenverteidiger, den stellen wir zum Beispiel mal für 800 Coins rein. Dann haben wir hier wieder einen Außenverteidiger bekommen. Ich glaube, das ist sogar derselbe gewesen oder auch nicht, weiß ich jetzt nicht. Und dann haben wir unabsichtlich einen Torhüter bekommen. Torhüter stelle ich dann nur ganz wenig teurer rein, weil die nicht so gut weggehen. Also Torhüter habe ich eh gesagt, eh aus dem Weg gehen. Kann passieren, dass ihr den einen oder anderen bekommt, wenn ihr ein bisschen unaufmerksam seid. So, und was macht ihr jetzt? Ihr wartet einfach und nach einer Stunde sind sehr, sehr viele Karten von diesen Karten, die ihr gerade angeboten habt, weg.
und ihr stellt die dann einfach immer und immer wieder rein und habt die dann einfach auf der Transferliste. Es werden einige beim ersten Durchgang weggehen, natürlich nicht alle, aber einige, weil die eben für die SBCs gebraucht werden. Es ist wirklich gut, probiert es erstmal aus, bevor ihr jetzt sagt, die Methode funktioniert nicht, weil die funktioniert wirklich gut. Testet sie einfach mal aus. Sie ist richtig, richtig gut. Eine weitere Methode, die ich sehr, sehr gerne mache, ist einfach allgemein das Investieren. Und hier gibt es verschiedene Investitionsmöglichkeiten, und zwar zum Beispiel ZOM zu MS und MS zu ZOM. Das ist nämlich eine Positionswechselkarte, die extrem häufig gebraucht wird, weil du dadurch einen Stürmer zum ZM machen kannst. Ja? Und diese Positionswechselkarte habe ich mir ein paar Mal geholt. Ich habe sie aber auch in den Server nur gepostet. Also das gebe ich euch jetzt auch mit. Das ist ein gutes Investment. Wartet vielleicht nochmal, bis sie jetzt wieder kurz fällt, weil sie ist jetzt ein bisschen schon nach oben gegangen. Ich habe es halt schon vor einem Tag gepostet. Also deswegen ist auch der Trading-Server so wichtig, weil ich euch da direkt in der Sekunde einen Tipp geben kann, ohne ein ganzes Video dazu machen zu müssen. Und die Karte zum Beispiel habe ich mir geholt. Warum? Diese Karte war im letzten Jahr fast immer über 2000 Coins wert ungefähr, okay? Und jetzt gerade liegt sie so bei, ja, 750 oder so würde ich jetzt mal schätzen, okay, bei 800 liegt sie. Und das ist nämlich nicht so viel. Ich habe diese Karte allerdings schon noch günstiger eben im Server damals reingepostet, kann ich euch kurz zeigen. Wir haben bei Investieren das Ganze reingepostet gehabt hier für unter 600 Coins. Ja, das ist genau die Karte für unter 600. Es ist natürlich jetzt ein bisschen teurer schon, also ist schon bei 800, weil sie halt immer häufiger gebraucht wird. Aber da könnt ihr, glaube ich, immer noch investieren. Also unter 800 sollte immer noch ein guter Preis sein. So, nehmt einfach mit die Karte, zack, als Investment. Ihr könnt so viele, wie ihr wollt, im Verein speichern von solchen Karten. Da gibt es kein Limit. Das ist ein extremer Vorteil an dieser Methode. Dann die andere Karte habe ich für unter 1500 reingepostet. Das ist Mittelstürmer zu ZOM. Die ist jetzt auch schon gestiegen. Sie ist jetzt nicht so krass gestiegen. Also sie ist um 200 Coins gestiegen. Aber auch da kann man, denke ich, definitiv noch investieren. Vor allem, wenn man ein bisschen versucht, die Karten zu snipen. Es kommen hin und wieder welche rein. Also ihr könnt auch versuchen, unter 1600, zack, die eine oder andere Karte zu bekommen. Diese Karten sollten hin zur ersten Weekend League auf jeden Fall nach oben gehen, weil, wie gesagt, da viele Spieler eben eine Positionswechselkarte benötigen, und deswegen denke ich, dass diese Karte, also hier, die für 1,7 sollte auf jeden Fall über 2,5 oder so gehen, und die andere für 800 sollte über 1,2 oder so gehen. Ist natürlich nie ein 100% safes Investment. Mit Investments geht ihr immer ein Risiko ein, vergesst das nicht. Aber ich habe das selber eben jetzt auch gemacht. Und Chemistry Styles, da habe ich eben ganz klassisch investiert in Hunter und in Shadow. Auch das habe ich tatsächlich in den Server reingepostet gehabt. Und zwar war das... Wann habe ich das denn gepostet? Hier habe ich es gepostet. Hunter für unter 2,3 und Shadow für unter 2,7. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Hunter für unter 2,3, das wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr spielen. Wir können aber mal schauen. Für unter 2,5 ist schon mal nichts drinnen. Für unter 3K ist auch schon nichts mehr drinnen. Also ihr merkt, der Hunter ist auf jeden Fall schon gut nach oben gegangen. Kostet im aktuellen Moment 3200 Coins. Das ist schon relativ viel. Aber wir können uns erinnern, der lag letztes Jahr bei über 15.000 Münzen fast immer. Die Frage ist nur, ob sie dieses Jahr mehr Hunter Chemistry Styles und mehr Shadow Chemistry Styles in die Packs geben. Weil wenn sie mehr in die Packs geben, ist das Angebot höher und der Preis halt viel niedriger. Deswegen bitte, bitte aufpassen, nicht unbedingt nach den Preisen des letzten Jahres gehen. Ich denke aber, für unter 3.000 könnt ihr in einen Hunter noch investieren. Also sniped euch die, wie gesagt, ist jetzt schon ein bisschen spät wahrscheinlich, aber könnt ihr trotzdem noch mitnehmen. Shadow habe ich euch ja empfohlen für unter 2,7. Ja, liegt jetzt auch schon bei 4.000 Coins. Wie gesagt, ich kann euch da einfach nur empfehlen, in den Server zu kommen, weil ich euch dort, wie gesagt, hier seht es auch wirklich, den habe ich euch empfohlen hier für 2.700, okay? Der liegt jetzt schon fast bei 4K. Auch da würde ich sagen, unter 3,5 einfach noch snipen, mitnehmen. Ihr könnt ihn auch für 4K mitnehmen, der wird sehr wahrscheinlich über 5K gehen. Also da könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen und ihr könnt wirklich unendlich von diesen Karten im Verein speichern. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eben von der Silbermethode jetzt auch zwei Karten verkauft, also den Walker, den Tormann und den Außenverteidiger, so ein bisschen was ist schon weggegangen. Das heißt, hier seht ihr auch, das funktioniert auch teilweise sehr, sehr schnell, und ich habe natürlich noch viele weitere Methoden, zum Beispiel Low Budget UV und so. Das werde ich euch aber in einem weiteren Video erzählen, denn ich denke, wir haben jetzt schon ein relativ langes Video am Start mit relativ vielen Tipps. Also Low Budget UV gibt es zum Beispiel noch, Live Trading allgemein, Trading mit Spielern, die extinkt gehen, weil sie gewechselt sind, ja, zum Beispiel Costa ist extrem gestiegen und so. Es gibt so viele Methoden noch hier, habe ich in Kroos investiert und so. Also schaut auf jeden Fall in den Livestream rein und kommt aber auch gerne mal eben in die Videos in den nächsten, weil ich werde euch da zum Beispiel Low Budget UV noch zeigen, Bronze Pack Methode auch sehr, sehr stark. Einfach hier reingehen, Bronze Packs öffnen, alles verkaufen. Ich habe sehr, sehr viele Tipps auf Lager, also kommen alle auf jeden Fall in Zukunft noch auf euch zu.
Und ansonsten war es das jetzt mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, Daumen nach oben geben, check die Links in der Beschreibung ab, unter anderem zu meinem Partner MMOGA für günstige PSN-Karten. Gerne mal reinschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis dann und ciao.